Es gab eine Nachfrage zum Thema Hebelprodukte, beziehungsweise Frage war es in diesem Fall gar nicht, es war eher eine Feststellung. Konrad schreibt, die Zinskosten bei Hebelprodukten sind nicht zu unterschätzen. Bei Hebel 2 sind sie doppelt so hoch. Ich handel viel mit Knockout und ich nehme nur noch welche mit fester Laufzeit. Entsprechend wollen wir uns heute mal anschauen, den Unterschied zwischen Hebelprodukten mit endloser Laufzeit und Hebelprodukten mit fester Laufzeit. Ja. Wo liegen da genau die Unterschiede? Vielleicht noch ganz kurz, sogar noch eine Stufe davor. Klar, bei Hebel 2 sind sie viel höher, also sie sind jetzt nicht doppelt so hoch, weil doppelt so hoch im Vergleich zu was? Aber einfach die Finanzierungskosten, absolut richtig, sind hier eigentlich nicht hoch, sondern gering. Denn, nochmal als Beispiel, wenn ich nur, die Aktie kostet 100 Euro und ich nehme nur 50 Euro als Kredit auf, weil ich die restlichen 50 Euro selber bringe, dann habe ich nur 50 Euro zu finanzieren. In meinem Beispiel habe ich ein Produkt mit Hebel 2. Basis 50 Euro, Produkt steht bei 100, also muss ich eben nur von 50 zu 100 finanzieren. Wenn ich ein Produkt kaufe, das die Basis bei 90 hat und wir stehen bei 100 in der aktuellen Aktie, also ich einen wesentlich höheren Hebel habe, muss man berücksichtigen, ich habe einen viel größeren Betrag zu finanzieren. Deswegen, vielleicht verstehe ich auch den Ansatz falsch, aber grundsätzlich ist es so, je höher der Hebel ist beim Knockout-Produkt, je mehr muss ich finanzieren, weil ich weniger Geld selber mitbringen muss, daher kommt der Hebel. Und dementsprechend sind dann eigentlich, meiner Meinung nach und auch der Markterfahrung nach, die Finanzierungskosten höher, weil ich einfach mehr Kredit aufnehmen muss. Wo sind die Unterschiede? Außer der Name sagt es ja schon, endlich, endlos. Beim einen ist einfach so, man legt von vornherein die Laufzeit fest. Man weiß also ganz genau, wie viel Finanzierungskosten bis zum Beispiel im halben Jahr anfallen werden und die werden von vornherein in das Produkt mit reingerechnet. Man hat eine gewisse Kalkulationsgrundlage, man weiß, der Basispreis, der Knockout ändert sich nicht während der Laufzeit, es gibt eine gewisse Sicherheit, aber eins muss man ganz klar zu sagen, wenn ich ein Produkt kaufe, halbes Jahr Laufzeit und das Produkt geht nach 2 Monaten trotz allem K.O., der Markt bewegt sich in die falsche Richtung für mich, die vorgestreckten Finanzierungskosten, ich habe ja für 6 Monate gezahlt, die sehe ich nicht wieder. Das heißt, das ist ein kleiner Nachteil, den man immer berücksichtigen muss bei solchen K.O.-Produkten, mit einer festen Laufzeit. Zinsen werden komplett vorgestreckt für die ganze Laufzeit. Und wenn das Ding zwischendrin mal knockt, dann sind die Finanzierungskosten weg. Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut, einfach, dass man mal sehen kann, wie oft wird so eine Anpassung vorgenommen und von welchen Größenordnungen spricht man denn eigentlich. Das habe ich im letzten Video nur ziemlich lapidar angesprochen. Ich habe mir mal einen DAX-Nocki gesucht, der schon seit dem 13.04.2016 läuft. Mhm. Und wir haben damals einen Basispreis von 5.880 gehabt. Und jetzt mal jeder selber zu Hause selber überlegen oder auch unterwegs, wenn man gerade auf dem Handy anguckt, wo wird denn voraus jetzt eure Meinung knapp 2 Jahre später der Basispreis sein? Denkt mal kurz nach. Ich denke auch nach. Jetzt wird es ganz lustig. Gib mal ein Ergebnis. Ich kenne das Ergebnis. Sicher? Na gut, stimmt, das hätte ich euch vorher zeigen sollen. Also vielleicht wird es einen oder anderen überraschen, weil es ist schon ein durchaus interessanter, eine andere Differenz. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen die nächsten Tage, der letzten Tage die Daten durch und man sieht, selbst vom 9.2. bis zum 22.2. ist dieser Basispreis und auch der Knockout-Preis, die sind bei diesem Produkt gleich, von 6.211 auf 6.217 in sehr kleinen, moderaten Schritten, aber sie sind gestiegen. Was heißt das? Wenn jemand am 13.04.16 das Produkt gekauft hätte und der DAX hätte sich seit dem Zeitpunkt null verändert, der wäre die ganze Zeit bei 6.000 gestanden, dann wäre das Produkt schon vor längerer Zeit K.O. gegangen, obwohl der Markt sich eigentlich gar nicht bewegt. Und das ist das klare Risiko, das muss man einkalkulieren. Auf kurze Sicht ist es nicht wirklich viel. Auf lange Sicht kann das durchaus einen gravierenden Unterschied ausmachen. Und das sollte man sich immer vorrein schon bedenken. Und sich überlegen, welche Alternative habe ich. Ich kann natürlich auch sagen, ich nehme halt eins mit einer festen Laufzeit und muss dann irgendwann das Produkt verkaufen, mir das nächste kaufen, kann man auch machen, also auch rollieren das Ganze. Muss sich jeder selber überlegen, was sinnvoller ist. Man sollte nur verstehen, und das möchte ich, deswegen mache ich das Video, wie funktionieren diese beiden, wo sind die Unterschiede. Ich kann nicht sagen, welcher für welche Anlagensituation, für welchen Anleger das Beste ist. Das muss für so häufig jeder selber entscheiden. Aber ganz ehrlich, mal eine Grundsatzfrage, ist 13.04.2016, 22.02.2018. Kommt es überhaupt vor, dass Anleger Hebelprodukte so lange halten? Selten. Aber wenn du jetzt wirklich, wir sehen hier, wir haben ja ein relativ konservatives Basisprodukt, Hebelprodukt, mit einem Hebel von nur 2, ja, also nur,
Durchaus ist es möglich, dass jemand zu lange hält, aber eher ungewöhnlich. Also im Normalfall werden solche Produkte natürlich für kurze Entscheidungen getroffen. Aber wie gesagt, beim kurzen ist halt häufig so, dass man auch dann den Hebel viel schärfer ansetzt und dann nur eine kleine Marktbewegung in die falsche Richtung dazu führt, dass man komplett rausgeht, aus dem Markt ausgestoppt wird, obwohl die Grundidee, die Intention, der Markt wird langfristig steigen, eingetroffen ist. Vielleicht sollte einer überlegen, manchmal macht es durchaus Sinn, trotz allem da ein bisschen länger drin zu bleiben, ob es jetzt wirklich 2 Jahre sein müssen. Sei dahingestellt. Ich habe auch andere Produkte gefunden, die laufen schon seit 5 oder 6 oder 7 Jahren. Auch das gibt es durchaus. Aber das sind die Finanzierungskosten halt langfristig nicht zu unterschätzen. Das ist ganz klar. Dann halten wir fest, dass wir hoffentlich wieder etwas Licht ins Dunkel bringen konnten. Natürlich, wenn es weitere Anmerkungen, Fragen gibt, wie immer, Kommentar hier lassen. Wir werden uns darum kümmern, schnellstmöglich. Dir vielen, vielen Dank. Gerne doch.